Hallo zu einem neuen Unboxing. Ich habe Post bekommen vom lieben Bürgermeister. Ja, ein Tauschdeal-Paket sozusagen. Er hat von mir Dinge bekommen, ich habe jetzt von ihm Sachen bekommen und ja, so macht man das halt unter Freunden. Was ich aber vom Bürgermeister bekommen habe, das seht ihr gleich. Es ist immer gut, schöne oder gute Freunde zu haben, die ähnliche Interessen teilen. Und so geht es mir auch mit dem lieben Flo, dem Bürgermeister. Wir haben ein Tauschpaket gehabt, beziehungsweise wir haben über längere Zeit immer mal Sachen getauscht. Ich habe Sachen am Flohmarkt gefunden, die hätte ich ihm sozusagen gegeben dann. Und so weiter, so ergab sich das. Also wenn ihr auf seinem Kanal seid, da war auch vor einiger Zeit eben halt, den Kanal übrigens verlinke ich in der Infocard, beziehungsweise unten, ne, könnt ihr lesen, da geht es zum Kanal des Bürgermeisters. Da gab es auch irgendwo einen Tauschdeal. Da hat er dann von mir Sachen gezeigt. Also ja, und irgendwie ist, es bleibt ja mal immer was liegen. Es dauert ein bisschen, bis einige Sachen hin und her geschickt werden und so weiter. Und jedenfalls hat er mir eine ganze Menge eingepackt. Eigentlich haben wir gedealt bis zur letzten Sekunde. Ich glaube, bis vor 2 Tagen. Also das Paket ist etwa vor 2 Tagen oder ein Tag gestern verschickt worden. Ich weiß es gar nicht so genau. Das lässt sich immer schwer sagen. Auf jeden Fall, es wurde bis zur letzten Sekunde gefüllt. So, und ich wohne jetzt im Norden Hamburg. Er wohnt im, ja, so bei Dortmund, kann man sagen, also Mitteldeutschland. Und ja, das dauert natürlich auch einiges. So, er sagte mir aber auch, ich muss es von unten her öffnen. Das heißt, ich drehe es vorsichtig um. Er hat zuletzt von unten her Sachen reingetan. So ist es manchmal. Genau, bitte entschuldigt noch, meine Stimme ist nicht voll da, ich war erkältet und die Stimme ist das Letzte, was ich noch nicht zurückgekriegt habe von der Gesundheit. Deswegen werde ich, ja, ach, werden wir sehen. Mir bricht deswegen die Stimme ab und zu weg, so gemeint. So, dann wollen wir mal kurz vorsichtig aufmachen. Und wir haben ein paar echt schöne Dinge gedealt und ich freue mich schon, die in den Händen zu halten. Weil auch ein paar Sachen für die Sammlung dabei sind. Teilweise für mich, aber auch ein paar Sachen für meinen Bruder. So, das Messer erstmal zur Seite. Ich werde mal ganz kurz, ich habe hier einen Stuhl stehen, da stelle ich das drauf und dann greife ich so ein bisschen rein. So, auch hier immer schön Verpackungsmaterial, das ist selbstverständlich, dass wir gegenseitig das super gut verpacken. So, da kommt als Erstes, habe ich hier ein PlayStation 1 Spiel auch verpackt. Er hat einen großen Teil seiner Spielesammlung aufgelöst und ein Spiel, was in dem Fall mein Bruder fehlte in seiner Sammlung, habe ich von ihm übernommen und wie gesagt, es, über Preise redet man unter Freunden nicht, aber richtig schönes Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back in einem richtig schönen Zustand. Er hat auch eine Schutzhülle drumherum. Und hier hinten ist auch richtig schön. Ist ein richtiges Kultspiel von Naughty Dogs. Naughty Dogs ist ja bekannt als ja, Uncharted-Macher und ja, richtig cool. Was ich auch interessant finde, es ist diese besondere PlayStation-Hülle mit dem sozusagen Bilderrahmen-Design. Ne? Könnt ihr sehen. Ein bisschen anders. Richtig cool. Da freue ich mich auch drüber. So. Hier ist alles so super verpackt. Ich freue mich richtig. Und hier haben wir auch einen Toy-Deal. Ich greife einfach rein, so wie es gerade ist. Er hatte auch ein paar Transformers-Figuren, die er abzugeben hat. Und das ist jetzt eine neuere Figur, die ich jetzt auch gut fand. Und dann dachte ich mir, ja, die behalte ich. Oder die übernehme ich von ihm. Hat jetzt ein paar Knicke in den Ecken, aber das ist nicht schlimm. Auch ein G1-Klassiker im Endeffekt, der neu interpretiert wurde, und zwar Dreadwing. War. Es kommt in dieser schönen Titus Return Box. Das ist halt eine etwas ältere Serie, aber ist richtig cool und der fehlte mir. Ne, da ist ein bisschen Staub auf. Ne, muss ich nochmal einen Staub. Gar kein Problem, mache ich natürlich gerne. Ja, freut mich sehr, dass das in meiner Sammlung gewandert ist. Und hier habe ich jetzt weiter Sachen. Das sind Highlights, die mache ich mit als Letztes. Das sind Games. Ich muss mal ein bisschen gucken. Und hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Jo. Verpackt
verpackungstechnisch hat er echt gut verpackt. Verpackungstechnisch hat er gut verpackt. Ja gut, okay. Ich spreche das hin. So, das ist das. Ach, hier haben wir auch noch mal was. Und da ist auch noch was drinnen. Oh, da ist Zubehör drin. Genau. Da kommen wir gleich nochmal zu. So, ich habe jetzt ein bisschen ausgepackt, damit ihr das damit schneller geht. So, also, Zubehör ist jetzt hier von Transformers. Ich hatte mal mit ihm ein Teil getauscht. Also er hatte Ersatzteile für meinen Ratchet G1 und da war verrückterweise noch ein Teil abgegangen und das hat er dann sozusagen nachgeschickt. Und das, was mir auch fehlte für meinen Quake, das ist so ein Transformers G1 Panzer mit die Doppel-Target Master, und das müssten die beiden richtigen Decepticon Target Master sein, die mir sozusagen fehlen. Das sind zwei kleine Transformer, die man in die als Waffe verwenden kann. Und das funktioniert auch noch super. Und das müssten die beiden auch sein, die, wie gesagt, mir fehlen. Ja, und wie gesagt, das Autodach auch richtig gut. Ja, und dann seht ihr, das war sowas, was er übrig hatte. Hat mir eine schöne Hülle gepackt. Das finde ich auch cool. Ne, es sind sogar zwei Sachen, ne? Zwei Yps-Hefte. Ich liebe Yps, auch wenn ich mir nicht jedes kaufe, aber hier haben wir auch zwei tolle Yps-Hefte. Einmal mit über die Urzeitkrebse. Auch richtig kultig. Habe ich als Kind auch gehabt, mehrfach. Haben nicht immer funktioniert, aber ja, war trotzdem dabei, da es funktioniert. Und ich mag diese Gimmicks, und hier haben wir jetzt das Physik-Experimentiergerät. Keine Ahnung, zum Testen werden zwei Batterien verwendet. Richtig cool. Er hatte sie abzugeben oder brauchte sie nicht mehr, hat sie mir überlassen. So, mache ich später. Richtig cool. Und dann gab es noch zwei Poster. Das ist aus der Mega Fun. Aber hat das. Ne? Also, ihr seht, ein schönes Poster, ganz weiß. Perfekt für den weißen Rahmen. Nein, Spaß beiseite. Es geht um Another World. Ne, könnt ihr sehen? Richtig geiles Poster. Mein Bruder ist ein großer Another World-Fan und das bekommt er. Ein richtig schönes Poster. Und etwas, was für mich als Timo Strubi-Fan gut ist. Und zwar ist es das. Oh, hier ist das eine Stelle kaputt, aber das ist nicht schlimm. Das ist das Tim in Tibet Poster, was normalerweise dem Spiel, dem Super Nintendo Spiel beiliegt. Ich noch mal extra, auch wenn hier eine kleine Beschädigung war, es hat wohl irgendwo mal geklebt. Richtig toll, ich liebe Tim und Struppi. Und das lässt sich verschmerzen. Richtig cool. Also richtig cool, ich poste das. Vielen Dank, Flo, das ist einfach Hammer. Und Hammer sind jetzt auch die drei Games, die hier noch drin sind. Und das sind für mich richtige Sammlungsstücke. Eins ist meins und zwei gehen an meinen Bruder. Und das erste ist eine Version von Fix-It Felix. Fix-It Felix ist eine Figur aus dem Film Ralf Reichts. Geht ja darum, Retro-Computerspiele, und Fix-It Felix, das ist auch so ein Spiel gewesen, so ein arcadiges Game. Da gibt es Mega Drive-Modul von, oder es wurde von Fans sozusagen gemacht als ROM. Das ist also kein offizielles. Und ja, hier ist sogar noch ein Sticker vom Cartridge. Aber hier ist ein, also Cartridge-Sticker, aber hier ist ein richtiges Modul drin, richtig cool. Gibt leider kein Handbuch, aber das so als Modul zu haben, ist einfach nur kultig. Auch ein richtiger schöner Sega-Verpackung, cool, absolut cool. Und das kann sich wirklich sehen lassen. Sehen lassen kann sich auch zwei Spiele, die ich von ihm übernommen habe, die er abgegeben hat, die im Endeffekt mir in der Sammlung auch fehlten, beziehungsweise auch mein Bruder. Einmal habe ich hier, ich werde das auch nicht großartig aufmachen, mache ich es auf, doch,
Und was drum? Wir gucken. Hier ist Plastikhülle, wunderbar drum. Und zwar, ihr habt es schon gesehen, es handelt sich um Kid Icarus. Richtig schönes, ein super Nintendo-Spiel. Ein Klassiker in einer richtig guten Box. Mit Passwortfunktion steht drauf. Also richtig schön, auch hinten sehr, sehr schön. Kaum Beschädigung. Das ist echt klasse. So, wollen wir mal aufmachen, vorsichtig. Auch hier die Laschen noch. Und dann wollen wir mal rausnehmen, vorsichtig. Hier ist alles noch drin. Unten noch das Styropor, das hole ich jetzt nicht raus. Hier ist leider so ein Schatten von dem ehemaligen Aufkleber, aber das lässt sich verschmerzen. Hier kann man so sehen. Aber das ist ein richtig geniales Game. Brauche ich nicht mehr das Messer. Kann wieder in meine Schublade, die habe ich jetzt hier hinten. So, und das Modul sieht auch top aus. Richtig cool. Hier das Modul. Wunderschön. Nintendo. Dazu gibt es einmal das Werbeposter, was sozusagen dabei ist. Und die Kid Icarus Anleitung. Die ist natürlich gebraucht, aber vollständig und heil, das ist wichtig. Richtig schön, also mit den Farbbildern. Lässt sich echt nehmen. Ja, fehlt mir in der Sammlung und das macht das richtig klasse. Und das letzte, das fehlte mir auch in der Sammlung, das ist die deutsche Fassung. Das war der letzte Deal, den wir sozusagen gemacht haben. Hat einen Sticker drauf, auch auf der Rückseite. Aber jetzt nicht an Stellen, die so viel verdecken. Und zwar geht es um Maniac Mansion. LucasArts Adventure. Ich bin damit aufgewachsen, aber mehr auf dem C64. Trotzdem, diese Version wollte ich auch gerne haben. Ihr seht, hier oben ist ein Preissticker. Hat mal 39 D-Mark gekostet. Ja, kaum zu glauben, was es heute wert ist. Hinten haben wir den Originalpreis, hat mal 130 D-Mark gekostet. Richtig schön, deutscher Text, darum ging es mir auch. Hier oben ist so ein bisschen abgenutzt, weil auch Preise da drauf waren, die man versuchte sozusagen abzureißen. Wird von Jaleco, da oben seht ihr das. Aber es ist noch alles top. Und vom guten Bürgermeister bin ich gewohnt, er macht mir 1000 Fotos und zeigt mir das immer wieder, um erst ganz genau zu sagen, welcher Zustand das ist. Das finde ich Hammer von ihm. Auch das Styropor ist hier noch drin. Das will ich aber jetzt nicht rausholen. Ich baue mal kurz ein bisschen um. Und dann stelle ich schon mal die Box hier hin. Und jetzt gucken wir uns das an hier. Das ist eine schwarze Nintendo-Hülle. Und hier haben wir ein Modul, das auch im sehr schönen Zustand ist. Richtig klasse. Ne? Irgendwas klebt da. Aber das kriegen wir weg. Richtig toll. Ich liebe dieses Artwork. Alles super. Absolut top. Irgendwas klebt hier. Wie gesagt, irgendwas klebt hier. Aber das kriege ich weg. Das geht weg. Das ist also top. Einfach nur genial. Und hier haben wir auch die Spielanleitung. Die ist auch vollständig und heil. Da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass sie auch dabei ist. Maniac Mansion. Und jetzt habe ich das auch in meiner Sammlung. Da kommt noch eine Schutzsäule rum. Und dann bin ich vollständig zufrieden damit. Also so eine Schutzsäule. Ne? So was gehört darum. Bei diesen Klassikern, das muss man einfach machen. Aber das war das Paket vom Flo. Vom lieben Bürgermeister und unser schöner Tauschdeal. Ich freue mich darüber. Vielen, vielen Dank nochmal und wir werden noch viele weitere Tauschdeals haben. Das glaube ich. Und wer uns mal gemeinsam sehen will, der muss nur am 26.08.23, also dieses Jahr im August, auf die Toyplosion kommen. Da habe ich einen Stand und der Bürgermeister auch und zwar direkt neben mir. Also wer mich besucht, besucht auch den Bürgermeister. Das ist doch was. Ne? Ein Wort, ein Kommentar. Nicht, ja, überhaupt ein Kommentar. Groß unten angeben, wie hat euch dieser Tauschdeal gefallen? Was ist euer Highlight davon? Für mich natürlich auch selbstverständlich auch mit das Maniac Mansion. Aber das sind alles Highlights, wenn man sich schon so gemeinsam austauscht. Dann ist ja alles, was für die Sammlung wichtig. Ja,
Ansonsten, wie gesagt, kommentiert, ein Like, ein Abo, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen. Thank you.